Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Selenium. Heute geht es um Cookies und zwar sind Cookies sehr, sehr wichtig, wenn ihr irgendwelche Dinge automatisiert testen wollt, die einen Login benötigen, zum Beispiel. Also nur mal so als Beispiel. Und zwar vor allem eine Sache, nämlich der sogenannte Logged-In-Button oder Remember-Me-Button oder sowas. Der arbeitet quasi hauptsächlich mit Cookies. Also klar, man kann alles testen, was auf Cookies zurückzuführen ist, wenn man mit Cookies arbeitet. Aber ein ganz spezielles Beispiel, das ich hier jetzt kurz hervorheben möchte, ist eben dieses. Und zwar, ich möchte ganz kurz zeigen, wie dieser Vorgang normalerweise läuft. Wir haben den Login-Vorgang. Dort können wir uns einloggen, dann wird eine Session erstellt und dann sind wir sozusagen logged in. Jetzt haben wir allerdings noch die Möglichkeit, uns einen Remember-Me-Cookie oder Remember-Me-Token geben zu lassen. Das ist ein Cookie. Wenn wir das bekommen, ist das vom Server. Der schickt uns einen Token und legt dieses als Cookie an. Und wenn wir jetzt unseren Browser schließen, hier oben, dann wird die Session zerstört. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir nicht mehr eingeloggt sind. Sprich, wenn wir uns remembern lassen wollen, also wenn wir eingeloggt bleiben wollen, dann brauchen wir irgendeinen Cookie, weil Cookies bleiben auch, wenn man den Browser schließt, Sessions nicht. Und dieser Cookie wird dann einfach wieder an den Server geschickt. Der überprüft den und gibt uns erstens mal ein neues Token und eine Session. Beides wieder zurück. Also natürlich angenommen, der Cookie ist korrekt. Also dieses Token im Cookie ist korrekt. Und dann sind wir wieder eingeloggt und wir können uns beim nächsten Mal auch direkt wieder einloggen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Tage lang nicht da sind, dann wird natürlich auch dieser Cookie zerstört. Der hat eine gewisse Lebenszeit und das funktioniert dann nicht mehr, das ist normal. Aber wenn wir täglich auf unsere Website drauf zugreifen, auch wenn wir den Browser schließen, so oft wie wir wollen, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, eben eingeloggt zu bleiben. Und das lässt sich wunderbar mit Selenium überprüfen. Ist ein Riesenprozess eigentlich. Aber ist natürlich super geil, wenn man das irgendwie testen kann. Und das macht man über Cookies. So, habe ich ja schon erwähnt. Jetzt sagen wir nämlich hier, wir brauchen erstmal einen Cookie. So, Cookies sind immer gleich aufgebaut. Sie haben einen Namen, der hat irgendeinen Wert. Also, wie nennen wir unseren Cookie? Token. Und sie haben einen Wert, Value, Doppelpunkt. Und dann eben von mir aus, das ist jetzt mein Token, keine Ahnung, einfach irgendeins. Und jetzt kann ich diesen Cookie reinpacken, das heißt driver.addCookie und kann jetzt hier meinen Cookie reintun. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt habe ich schon quasi meinen eigenen Cookie gesetzt, achtet aber immer darauf, es muss einen Namen und ein Value geben. Und jetzt kann ich einfach zum Beispiel driver.get einfach das von hier oben nochmal machen und kann mal gucken, was sich dabei so ändert. Okay, das heißt, wir sehen hier, bam, ich rufe Google auf, alles funktioniert wie üblich. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier auf untersuchen. Und wir lesen einfach mal ganz kurz unsere Cookies aus. document.cookie. So. Und wir sehen hier jetzt haben wir einen Cookie namens Token ist gleich 4T35786 bla 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 bla. Und wir sehen offensichtlich, dass der Token-Cookie ist da und wir haben den auch an die Website geschickt und alles wunderbar. Wir können so viele Cookies hinzufügen, wie wir wollen. Einfach hier jedes Mal ein Add-Cookie reinmachen und alles funktioniert. Wir können aber auch natürlich alle Cookies auslesen. Das geht auch. Das machen wir mit Print. In dem Fall jetzt gerade, ihr könnt es natürlich auch irgendwie verarbeiten oder sowas. Wir wollen jetzt allerdings nur gerade alle Cookies auslesen. Wir können hier auch einen speziellen Cookie auslesen. Und zwar zum Beispiel den Token-Cookie. Wir können aber auch alle Cookies auslesen. Das geht beides. Get Cookies. Dann brauchen wir hier keinen Namen angeben und können uns sozusagen einfach alle Cookies auswerten lassen. Okay. Und wir sehen, wir haben jetzt hier oben Also wir kriegen ein bisschen mehr zurück. Wir kriegen erstmal zurück, auf was für eine Domain dieser Cookie gilt, weil der Browser muss sich natürlich immer noch speichern, auf was für eine Domain wir eigentlich gerade sind. Wann er abläuft, das heißt, wie lange der Cookie eigentlich auch noch gültig ist, ob er nur für HTTP ist und wie der Cookie heißt natürlich, welchen Pfad er hat, ob er sicher ist
und was für einen Wert er hat. Und ja, wir sehen jetzt hier auch sehr, sehr viele andere Cookies noch. Hier bekommen wir natürlich eine Liste an Cookies zurück. Einmal hier eben sogar einen Nicht-Secure-Cookie, der einfach hier ein Datum enthält, das wir natürlich auch verändern können, wenn wir das wollen. Dann haben wir hier einmal einen gültigen Cookie hier, der Token heißt, das ist meiner. Dann haben wir hier einmal Expiry, nee, halt, stopp, NID, ist auch nicht secure, warum auch immer. Was auch immer das Ding tut, ich habe keine Ahnung, wir sehen aber auch, dass es ein Cookie. Und wir haben hier noch einen, der nennt sich Ule. Und Ule ist auch nicht sicher und hat halt auch irgendwelche komischen Werte und so weiter und so fort. Also wir können quasi alle Cookies auslesen, die wir halt wollen. Hier sehen wir auch noch den Consent. Das ist ein Cookie, der, soweit ich weiß, dafür da ist, ob wir eben den Datenschutzrichtlinien zugestimmt haben oder nicht. Ja, so lässt sich natürlich wunderbar überprüfen, ob Cookies da sind, ob vielleicht einzelne Funktionen, die nur über Cookies erreichbar sind, also zum Beispiel Login oder sowas, oder eben diese Remember Me-Funktion oder sonst irgendwas, dann eben auch funktioniert hat. Und wenn wir zum Beispiel, also wir können es natürlich auch einfach ausprobieren, unsere Datenschutzrichtlinien, anderes Beispiel jetzt, wir müssen unseren Datenschutzrichtlinien zustimmen und dann bekommen wir ein Cookie, das wir zugestimmt haben. Dann simulieren wir einen Klick auf die Datenschutzrichtlinien annehmen, auf diesen Button annehmen, klicken da drauf und dann erwarten wir hier über driver.getCookies oder getCookie, erwarten wir einen Cookie, dass eben das Ding da ist. Also so lässt sich das Ganze natürlich über einen Unit-Test auch nochmal automatisieren. Ja, und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.